Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von MudRunner im Multiplayer auf der Map Überschwemmung zusammen mit Pascal. Hallo. Sicher, dass du die Winde schon entfernen willst? Ja, du sollst mich jetzt frontal bestenfalls rausziehen. Ich soll dich frontal nehmen und dann rausziehen? Also frontal seitlich so ein bisschen. Vom Baum weg frontal. Dann weiter rausziehen. Ich bin jetzt hier raus, aber wenn ich jetzt weiter fahre, dann rutsche ich wieder ab. Und in den Baum rein, bestenfalls nochmal. Ich würde dich einfach nur weiter zur Seite ziehen, oder? In so einem Baum seitlich verklemmt, weshalb tue ich mich da jetzt rausziehen. Noch ein bisschen muss, weil ich Angst habe, wenn ich jetzt versuche zu fahren, dass ich mich wieder direkt verklemme. Setzt du auf oder geht's? Oder schwimmt deine Achse in der Luft? Was? Ich sitze. Na, jetzt setze ich nicht mehr auf, ja. Stehst du da irgendwie auf dem Wall gerade drauf? Ja, tue ich ja auch, aber ich dachte, ich ziehe dich noch ein bisschen zur Seite. Aber ich meine, das macht ja nichts, ich habe Allrad. Ja, mach es ein bisschen frontalseitlich einfach. Frontalseitlich, Alter, was hast du mit deinen blöden Richtungen? Es ändert nichts. Apropos, ich könnte mal sichern machen. Ja, du musst ziehen. Ich bin wieder genau an der Stelle verklemmt. Wollte gerade mal sagen, vielleicht lenkst du mal. Ja. Jetzt fahr noch gegen mich, ey. Danke auch. Gruß. Ja, sorry. Ich bin einfach nur weggelenkt von diesem Baum. Fahr noch gegen Baum und krieg 100% Schaden dann, ey. Hab ich jemals schon 100% Schaden durch einen Baum bekommen? Nein. Kann mich nicht erinnern. Hier ein Clip. Ich könnte schon wieder auch tanken gehen, ey. Was 100 Liter. Ich hab noch 740. Toll, ich hab mehr verbraten als du. Gut, ich stand ja auch in einem Baum die ganze Zeit eingeklemmt, ne? Ja. Man kann wieder schön ordentlich fahren. Kein Wasser in Sicht. So schön. Okay, aber wir werden die Folge mit Wasser in Berührung kommen, weil wir bis auf die andere Seite der Überschwemmung wird, nämlich wieder noch rüberfahren, um das Holz abzuladen. Okay, also Fazit zu diesem Fahrzeug, es ist zwar robust, aber viel zu langsam. Ich hänge dich ein bisschen ab, ne? Es fährt stetig, aber langsam. Ja, ich bin da, an der Holzstation. Gut, ich habe Ladung aufgenommen. Ich sehe es. Mit Stemm ist mein Verbrauch einfach fast doppelt so hoch direkt. Doppelt so hoch? Mein Verbrauch ist genau. Ich habe jetzt einen Verbrauch von 22 Grad gehabt. Ich habe 20. Ja, vorher auch schon 17 und so. Bin ich doppelt so hoch. Ich hatte vorher aber 12, 14. Na gut. War ja auch nichts hier. Gut, ich habe mir eine Route gesetzt. Hast du mir jetzt mal hinterher. Yay. Anders als sonst. Zieh dich ja nicht raus, du. Kannst selber fahren. Alter, bei mir war immer, weißt du, die letzten Folgen. Schaut, wenn sie euch anschauen, ihr wisst, ich habe Pascal immer gezogen. Immer. Ja, wenn ich einen Berg oder so nicht hochkam, weil meine Ladung zu schwer war. Weil du kommst doch voran. Ja. Du bist so langsam, dass du unbedingt gezogen werden musst. Dann wind dich halt an bei mir. Ich mag diese Straße nicht. Ich fahre lieber neben der Straße, sonst geht mir zu viel hoch und runter. Aber ich fahre auf der Straße, ne? Also keine Straße. Hat Schübel. Nur auf dem Weg. Aber der lässt sich eigentlich recht gut fahren, muss ich sagen. Wasser. Ah, zweiter Gang. Dritter Gang. Ich
Ich hoffe mal, dass unser Holz nicht modrig wird während der Fahrt hier. Und dass der an Qualität verliert? Ja, das Wasser ist zu tief, dass ich wieder sehen kann. Kurz Licht. Und die Strömung auch noch. Ja, das blind vorantasten. Ah, jetzt sehe ich wieder so ein bisschen was. Ich gehe mal davon aus, dass da nochmal mehr Land kommt. Also dass wir nicht die ganze Zeit nur durchs Wasser fahren. Also ich sehe aktuell kein Land. Ne, der Hochgrenzpunkt ist ja auch nicht falsch. Deswegen hoffen kannst du es, bestätigen kann ich es aber nicht. Ich werde die ganze Zeit abgedrängt hier von der Strömung. Ich muss immer wieder auf den Kurs zurücklenken. Ich lenke immer Richtung Strömung. Der Beobachtungspunkt ist mitten im Wasser übrigens. Ohne Land, ohne nice. Irgendwas. Ich sehe Bäume und ein bisschen Land. Hinterm Beobachtungspunkt direkt. Also der Beobachtungspunkt steht nicht direkt im Wasser, sondern so. Ah doch, es ist doch Insel, wo der drauf steht. Also der steht direkt am Ufer. Ich glaube, der Beobachtungspunkt, der wäre auch weggeschwemmt worden, oder? Er steht wirklich mitten, also direkt im Ufer drin. Der Sumpf ist ja okay, aber wenn der wirklich in so einem fließenden Gewässer wäre, dann wäre er ja schon lange weg. Ja, hier ist Land, Tobi. Zumindest nur hier ist kein richtiger Weg. Also könnten probieren, hier irgendwie uns durch die Bäume durchzuquetschen. Durch hier diese Eng. Also hier soll. Ist es besser als dieses Wasser hier? Hier müsste es halbwegs gehen, sich hier lang durchzuquetschen, ne? Dann hier auf die Straße und dann können wir weiterschauen. Ey, du hättest nicht zufällig Bock mal vorbeizukommen? Wo? Ich sehe da hinten, ich glaube. Ich sehe dich, glaube ich, noch. Ach, da hinten bist du. Soll ich wieder zurückfahren oder was? Nee, eigentlich ist es sinnlos, ja. Ich kann doch einfach warten, bis du wieder da bist. Naja. Ich stecke gerade so ein bisschen fest. Brauchst du mich oder vor mir ist so eine tiefe Stelle, deshalb dauert es wahrscheinlich ein bisschen, bis ich ein anderes Stück gefunden habe. Das Ding ist dadurch, dass hier der Fluss schmaler ist, ist halt tiefer und hat halt mehr Strömung und dadurch hat er mehr abgetragen. Da kommst du zurecht oder soll ich kommen? Na, wenn, dann nimmst du nicht den Truck, sondern einen von den anderen hier. Es braucht aber ja 3 Jahre, ich da bin. Das Ende habe ich hier den E7310. Vor allem der Schnell wurde den anderen auch geholt. Also, da brauche ich aber erstmal noch 3 Jahre, ich da bin. Auf der Karte sehe ich, wie du dich bewegst. Also. Ich sehe mich irgendwie nicht bewegen. Auf der Karte bewegst du dich aber noch in die falsche Richtung. Du bewegst dich eher mit dem Fluss. Anstelle mit dem Fluss, seitlich. Also. Also ja. In Strömungsrichtung. Aber oder gegen die Strömung, weiß ja. Ich halt gar nicht. Gegen die Strömung. Ich muss halt irgendwie mal ein Stück finden, wo ich nicht direkt ablaufe, das ist das Problem. Ja. Ich glaube, ich habe eine relativ gute Stelle gefunden, wo man so durch die Bäume gut durchkommen sollte. Deswegen versuche ungefähr da reinzufahren, wo ich gerade reingefahren bin. Also versuche auch an der Stelle reinzufahren. Ich kann irgendwie nach oben gucken, wo bist du da? Na doch, ich komme recht gut voran. Hier stehen auch echt keine Bäume auf diesem Stück. Das ist ganz gut. Und hier vorne ist auch schon der Weg. Sehr schön. Wenn ihr irgendeine gute Idee habt, wie man diese Insel besser abschließen kann, als wir das jetzt gemacht haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, boah, ich finde, wir haben uns eigentlich relativ guten Plan gemacht, würde ich sagen. Naja, Plan an sich war gut, aber halt die Wege waren halt Mist. Naja, klar.
Aber die kannst du nicht vorhersagen. Willst du dich bei mir hinten dran ketten, damit du schneller vorankommst? Danke, ich habe vorhin schon gefragt. Ja, jetzt frage ich nochmal, weil du mir gerade zu langsam bist. Gibst du auch Gas? Nee. Ja, mach das mal bitte, sonst. Ja, okay. Also, das. Sonst komme ich hier gar nicht mehr voran. Weil ich Sprit spar. Ja, aber dich durch den Schlamm schleifen, also. Ich habe den Motor schon explodieren gesehen. Du hattest schon ein paar Totalschaden, ne? Weißt du, wie das ist? Guck mal, da kann ich sogar mal Ego-Perspektive. Dieser Motor und ich bin nur ganz, ganz leicht vorangekommen. Das ist halt ein bisschen Flugzeug-Vibes. Also, mit den Knöpfen. So Flugzeug. Weil das sieht so ein bisschen aus wie irgendeine Rangierlok. Was? Na, bei mir im Cockpit. Im Fahrerhaus. Ach so. Rechts so Knöpfchen und so. Schalter. Gut, eine Rangierlok kennst du ja aus Trains and World 2. Und ich kann nicht nach links hinten nach links gucken und dann nach hinten durchgucken. Das geht nicht hier. Warum auch immer. Okay, gut, ich kann das Fenster nicht aufmachen, deshalb. Mit Fenster aufmachen ist hier auf der Map eh so eine Sache. Könnte spritzig werden. Ja, Straße, Straße, Straße. Was? Wir sind auf der Straße angekommen. So, einmal Route weitersetzen. Nee, Moment, falsch. So, so. Wir fahren ein ganz kurzes Stück auf der Straße, dann müssen wir wieder abbiegen. Doch. Zum Sägewerk. Aber wir sind so gut wie am Sägewerk. Yay! Seht ihr, dass wir da lang müssen? Ja. Ich habe mir die Route auf der Karte gesetzt. Ein bisschen abbremsen, damit ich nicht in die reinfahre. Deshalb. Ich gemerkt, dass es sich gezogen hat von hinten. Oh Gott, ist hier Wasser. Yay. Auf dem Weg. Heute noch nicht genug mit Wasser zu tun gehabt. So, Fahrzeuge haben wir alle. Punkt damals auch alle. Ich glaube schon, ja. Wir sind fürs Sägewerk gewappnet und da vorne sehe ich es auch schon. Yay. Einmal um die Kurve hier noch rum. Dann sind wir da. Versucht aus dem Cockpit zu machen. Geht auch nicht. Laden Sie ab. Obwohl doch hier. Wenn man V drückt und im Modus, da kann man Laden drücken. Jetzt hast du die Stämme auf der Ladefläche entladen. Wait, what? Jetzt sind das lose Stämme auf deiner Ladefläche. Ich dachte schon kurz, dass wir normal fahren müssen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, du musst jetzt einen Kran irgendwie besorgen. Junge. Du bist gerade das Herz zu eng geblieben. Ich war sogar so, Junge, was machst du?
Was machst du da? Die wichtigste Frage, wie viel Kraftstoff hast du verbraucht? Du zuerst. 979. 1142. Ich bin aber weiter. Ich dachte mir schon, dass du den 1000er Wert geknackt hast. Wie weit bist du gefahren? Warte, 6,2. 5,67. Okay, ja, läuft doch, würde ich sagen. Vom Sprit. Und ich plädiere dafür, dass die nächste Map mit Land ist. Ja, das können wir mal machen. Warte mal. Und weniger Wasser. Gehen wir mal nochmal ins Hauptmenü. Was haben wir denn noch? Wir haben noch das Tal und Felshügel. Bei Felshügel ist nochmal ein See. Zwei Seen, aber ansonsten keine Seen mehr. Sehr gut. Das heißt, zwei Maps haben wir noch zu bestreiten. Hier. Ey, was haben wir uns gequält bei Furt? Was haben wir uns da gequält? Ja, wieso sind da Trucks weggeschwommen? Na gut, bei der nächsten Folge gibt es dann wahrscheinlich das Tal. Ja. Aber... Danke fürs Zusehen. Ja. Und bis zum Tal, ne? Tschüss. Tschüss.